Hallo, ihr Lieben. Gut, dann muss man erstmal den Platz suchen kurz. Also, ja, ich möchte die Zeit nutzen. Ich bin heute 40 plus 3, also in der 41. Woche, mittendrin. Und ja, Baby lässt noch auf sich warten. Und ich möchte die Zeit nutzen, über ein Thema zu sprechen, was ich ja jetzt so fast abgeschlossen. Oh, Entschuldigung. Ein bisschen aufstoßen abends ist. Momentan normal. Also ein Thema, und zwar geht es um das Thema Stillen in der Schwangerschaft. Und das habe ich ja nun hinter mir. Meine Tochter, die wird jetzt morgen 3,5. Und als ich schwanger geworden bin, war sie 1,5. Ja, sehr unregelmäßig, deswegen jetzt beim Drehen hatte ich das jetzt nicht geplant. Vielleicht schneide ich das auch gleich raus. Mal gucken. Also, ja, sie war damals im Oktober, bin ich ja schwanger geworden. Und im Januar hat sie Geburtstag, November, Dezember, Januar. Ja, also 3 Monate vor ihrem 3. Geburtstag. Und wenn ihr mein Video von letztes Jahr im Sommer gesehen habt, da habe ich ja schon mal über Langzeitstillen gesprochen, dass wir da einfach so ungeplant reingerutscht sind, weil meine Tochter es brauchte, weil ich es geben konnte und wollte auch. Und ja, deswegen will ich da jetzt nicht ganz so tief gehen. Aber wie gesagt, wir waren noch am Stillen. Meine Tochter wurde 1 bis 2 Mal am Tag gestillt. Abends auf jeden Fall vorm Schlafen und häufig ist sie auch dabei eingeschlafen. Da habe ich auch schon mal erzählt im anderen Video, dass mir am Anfang, wo sie ganz klein war, so viel Kopf darüber gemacht habe und gelesen habe, bloß nicht beim Stillen einschlafen lassen, und ich habe sie wirklich dann teilweise nochmal hochgenommen, dass sie wach wurde, und dann hingelegt, und irgendwann habe ich angefangen, auf mein Herz zu hören und gedacht, gut, wenn sie einschläft, dann schläft sie ein. Und wo sie älter wurde, ist sie nicht jedes Mal eingeschlafen. Nein, sie hat auch gelernt, so zu schlafen, aber vorher wurde gestillt natürlich. Und häufig schläft sie ein, wenn sie sehr müde ist. Und sie genießt das, und es ist ein schöner Moment, zusammen zur Ruhe zu kommen, für beide harmonisch zu sein und ja, ihr die Geborgenheit zu geben, die sie braucht. Da ist jedes Kind sicherlich verschieden. Und natürlich ja auch vieles an Abwehrstoffen und so weiter und so fort zu geben. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte das Thema eben einfach Stillen in der Schwangerschaft aufgreifen. Und ja, für mich damals stand eigentlich außer Frage, dass ich sie wegen der Schwangerschaft abstille. Nein, wenn es Probleme gegeben hätte, okay, hätte es sein müssen. Aber am Anfang war es ein bisschen unangenehm, so von 5. bis 7. Woche habe ich das wirklich in der Gebärmutter, in so kleinen Gebärmutter gespürt, sobald sie angedockt hat. Und es ging dann aber, es hat sich gegeben, und ich habe auch toi 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 keine frühen Wehen oder irgendwas gehabt. Vielleicht hat man den Körper sich einfach schon diesen über 2 Jahren Stillen vorher daran gewöhnt. Wenn jetzt jemand schon schwanger wird, wenn das Kind vielleicht ein halbes Jahr oder so ist, ist es vielleicht noch anders. Aber auf jeden Fall hat es meine Schwangerschaft nicht behindert. Und es gab natürlich Zeiten, ich war ja 2-mal richtig dolle krank, und es hat mir sehr, sehr viel Kraft geraubt. Und ich hätte mich noch besser ernähren müssen, um einfach stärker zu sein, um mehr Kraft zu haben, aber wir haben es durchgestanden. Und ja, dann im Laufe der Schwangerschaft, zur Hälfte hin so, da gab es Momente, wo meine Tochter wirklich sehr, sehr launisch war und auch sehr fordernd, und ich teilweise mich einfach nicht in der Lage gefühlt habe. Ich habe sie deswegen nicht abgestillt, ich habe nur die Dauer etwas runtergesetzt, habe ihr wirklich gesagt, wann ich nicht mehr kann, wann die Brust eine Pause braucht. Und es war nicht immer einfach, teilweise.
weil sie ist jetzt auch in einem Alter mit 3,5. Ja, dass sie schon noch mehr wahrnimmt, wo sie da ist an der Brust und dass sie natürlich auch alles mal gerne angucken und fühlen möchte. Und ja, da geht es mir dann auch zu weit. Sie sagt, sie möchte kuscheln manchmal nach dem Stillen, wenn ich sage, jetzt braucht die Brust eine Pause. Und dann will sie dann der Brustwarze irgendwie rumziehen und so. Das mag ich nicht, dann packe ich es ein. Und da gab es häufig Theater. Aber das gibt es momentan auch so zwischendurch mal. Das ist eben einfach das Alter von ihr. Ja, ansonsten, was problematisch war jetzt in letzter Zeit, wo der Bauch sehr, sehr groß geworden ist, wie ich sie stille. Manchmal saß sie einfach so mittags auf meinem Schoß und hat getrunken. Das ging mit dem Bauch wirklich schon sehr, sehr schlecht, weil es auch dann ein bisschen so reingedrückt hat. Ansonsten abends stillen wir eigentlich im Liegen, im Bett. Das war in den letzten Wochen wegen Sodbrennen und auch wegen dem seitlichen Liegen, was ich ja nicht so abkann, schon sehr schwierig. Aber wir haben es irgendwie gemeistert. Und ja, ich bin glücklich darüber, dass ich sie nicht wegen dem Baby, wegen dem neuen Baby, abstillen musste. Dass sie sich einfach jetzt ganz normal aussuchen kann, wann sie das nicht mehr möchte. Und ich bin auch wirklich bereit, dadurch einiges ziepen zu gehen an den Brustwarzen, um sie auch weiterhin zu stillen, wenn das Baby da ist. Ja, jetzt die letzten Tage, wo sie dran war, hat es manchmal... Oh, das war nur ein kleiner Schub nach unten. Die letzten Tage, als sie dran war, habe ich häufiger ja, das Ziehen gehabt beim Stillen. Nicht ständig, aber so ein, zwei Mal in der Zeit, wo sie gestillt wird. Ja, das war unangenehm, aber ich habe dann auch die Wehe veratmet, auch wenn das noch keine so starken Wehen sind, aber trotzdem im Liegen oder so drückt das schon ganz schön und zieht und habe ich eben auch einfach gemacht. Und meine Tochter hat mich zwar angeguckt, aber sie versteht das und hinterher hat sie mir auch erzählt, sie hat auch Wehen. Das belächle ich jetzt nicht, sondern ich meine, es ist süß. Im Moment ist es eh so, das gehört zwar nicht zum Thema dazu, aber momentan ist es so, dass die letzten Tage jetzt, wo ich um den Geburtstermin rum bin oder jetzt auch schon ein paar Tage drüber bin, dass es einfach viel entspannter ist zwischen mir und meiner Tochter. Es war ja die ganze Schwangerschaft über teilweise nicht so einfach, weil ich musste mich ausruhen und war müde und konnte ihr nicht hundertprozentig das geben, was sie brauchte. Und mein Mann war eben auch nicht da, Oma, Opa auch nicht wirklich verfügbar oder selten. Nur im Notfall, wo ich mal krank war und Fieber hatte, da habe ich eben etwas Hilfe bekommen. Ja, und meine Tochter hat wahrscheinlich häufig aus Frust oder nicht verstanden sein, ja, ganz schön aufgedreht und mich auch ganz schön meiner Kräfte noch zusätzlich beraubt, ja. Aber ich konnte einfach nicht anders, ich hatte keine Kraft und jetzt ist es einfach so, es rückt immer näher mit der Geburt, mit dem Baby und ja, im Moment, toi, muss ich sagen, hat sie mehr Verständnis und nimmt mehr daran teil und ja, das ist ein schönes Gefühl, deswegen allein diese Tatsache, dass wir uns etwas näher wiedergekommen sind und auch, also gut, nah waren für die ganze Zeit, aber ich meine, auf eine Wellenlänge so ein bisschen. Allein das ist es schon wert, dass ich jetzt ein paar Tage übertrage. Das ist schön, das noch zu erleben und in dieses neue Leben mit dem vierten Familienmitglied zu gehen, mit einem Gefühl, dass es vorher trotzdem schön war und nicht nur anstrengend und schrecklich kann man nicht sagen, aber nicht nur Überforderung, sondern es kann auch super harmonisch einfach mal sein.
Gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Also Stillen in der Schwangerschaft kann natürlich ganz individuell bei euch sein. Es gibt auch welche, die abstillen müssen, weil sie es einfach an den Brustwarzen vielleicht nicht tragen können, weil sie Wehen haben, vorzeitige. Für mich Gott sei Dank nicht. Und da bin ich super, super, super glücklich drüber. Und wie sich das einfach mit dem Langzeitstillen jetzt weiterentwickelt, wann meine Tochter sich abstillt oder wie das jetzt läuft, wenn das neue Baby da ist, das werde ich euch einfach berichten, wenn es soweit ist, wenn es da wieder was Neues zu berichten gibt. Aber ich habe einfach zu so wenig, nicht Erfahrung, aber zu wenig Berichte einfach so gehört und gesehen. Es hat mich interessiert, wie das in der Schwangerschaft einfach ist mit dem Stillen. Und deswegen wollte ich euch mal so einen ganz kleinen Einblick da geben. Wenn euch da irgendwie mehr interessiert, mache ich gerne nochmal ein anderes Video mit euren Fragen. Weil ich wollte jetzt einfach erstmal so einen kurzen Überblick machen, gucken, ob es jemand interessiert, ob spezielle Fragen kommen. Also man kann das ja auch nicht verallgemeinern, das ist mir schon bewusst. Aber so war es einfach bei uns. Und vielleicht interessiert euch ja auch einfach mal so, was mein Mann dazu sagt, wie das so einfach so das Familienleben auch ein bisschen bestimmt, dieses Langzeitstillen. Und ja, dann wollen wir einfach mal gucken, wie es weitergeht. Gut, bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich nach der Geburt oder vielleicht fällt mir vorher noch was ein. Okay, tschüss.